Oh nein, ich habe einen Zero Point bei. Ist das gut oder schlecht? Detective, er ist offline, when the current tournament round started. Ich war online, ich konnte mich nur nicht einloggen. Received a Zero Point bei. Nice. Null Punkte haben oder nicht haben, sage ich immer. Okay, so lange gucken wir hier. Vincent Keimer, der deutsche Nummer 1, dem Hoffnungsträger, Star der Nationalmannschaft. Ich bin ja Schachbundestrainer, wissen die wenigsten. Zu, wie er Druck macht gegen Hanan Morikai. Macht Druck auf der Uhr, er ist gefesselt, Läufer kann nicht schlagen. Ich darf keine Pfeile malen, ne, um zu gucken. Engine Overlay natürlich jetzt nicht installiert, ja, deshalb brilliere ich immer so. Oh doch, ich darf Pfeile malen. Brilliere ich immer so beim Teil. So, wenn die hier schlagen, läuft der D5 oder was? Okay, er kann der Turm noch zurückschlagen. Ja, mach du mal. Mach du mal. Da kommt das Viertel. Auch weggeschlagen. Aber jetzt kann er sich durchfressen hier. Den Turm schlagen. Jetzt den Läufer schlagen. Und keiner hat die sogenannte Qualität mehr. Läufer G3 ganz safe. Will nicht, dass hier was anbrennt. Ach, Läufer G7. Schwer ist ganz solide runter. Jetzt Luftloch. Erstmal alles in Sicherheit bringen. Und jetzt wird wieder Druck gemacht. Vinny scheint da die erste Partie für sich zu entscheiden. Bauern F3, Bauern E4. Die Dame kann keinen Kontakt zu dem Springer halten. Und das ist in Keimerschen Händen. Nicht mehr so entspannt die Stellung. Kennen wir ja von eben das Thema Figur mehr Pech, dies das hier ist. Vinny K gewinnt die erste Runde. Wir warten hier gespannt auf die zweite. Erste Leiter verpasst. Wir müssen die ganz große Aufholjagd starten. Was soll schief gehen? Weitere deutsche Stars am Start sind hier Matthias Blühbaum, ein sehr, sehr starker Online-Spieler. MSB2, heißt du so? Siehst du mit Keimer zusammen seine Partien? Nee, Mann. Macht natürlich bei Olympiade oder bei Vorbereitungskram bisschen was, aber Vinnys Haupttrainer ist Peter Leko. Ich glaube, die machen das viel zusammen. Und Partien analysieren heutzutage, nicht, dass die Engines so stark sind, ist meistens auch nicht der Großteil des Trainings, weil du die Wahrheit ja auf Knopfdruck häufig kriegst. Also man guckt dann eher Eröffnungen an, Tendenzen, Taktiktraining. Dies, das, jenes. Also Partien analysieren ist nicht mehr so ein großer Teil vom Topschach, wie er früher immer war. MSB2, ich doch gesagt, oder? Fast jedenfalls. So, wenn wir hier darauf warten, dass die zweite Partie losgeht, kann ich mal hier an meinen Screens arbeiten. Jetzt hier mit Browserpech. So, erstmal ein bisschen zu schnibbeln, den Lachs wahrscheinlich. Nennt mich ja auch Schnibbler in der Pokerszene. Stunden später. Wahrscheinlich zweite Partie schon verloren. Wegen Brettausschneidpech. Irgendwas immer. Da bin ich! 3 Minuten. Das ist echt nicht viel Zeit. Ich brauche so 10 plus 10 gegen Eddie. Opponent. Naja. So. Den geheimen Engine-Balken. Schneiden wir nicht mehr aus. Sonst kommt Kramniks Informatiker wieder vorbei. Wunderschön. Intelligent. Du liest ein Buch, ich lese ein Benz. Rasmus in seinem eigenen Geheimtrainingslager. Rasmus gleich nicht dabei, wollte nicht viel online sein hier. Also, ganz komische Prioritäten. Er trainiert lieber Schach, statt hier zu streamen. Was für eine Welt leben wir?
Ich habe immer ein bisschen Angst, dass die zweite Runde auch schon losgeht. Aber ich glaube noch nicht. Nur der Engine Balken, ja, würde vielleicht auch ein bisschen was bringen. Kann man natürlich nicht sehen, war ein Scherz beim Spielen. Aber die Stellungsbewertung sehen könnte eine kleine Hilfe sein. So, next round is starting soon. Da, los geht's. Müssen wir den Chat hier auf Emote Only machen, sonst schmeißt Chester Commons wieder raus. Bis gleich. Bonner E4 von Javier Ruiz Vázquez. Wir spielen wieder schön sizilianisch. Wie ging er die bisher? Ja, er macht Läufer raus. Ich mache Fetch in die Mitte. Viel weiter weiß ich nicht. Bonner E6. Hier kenne ich nur einen Trick. Das ist die Variante, an die ich mich vorhin nicht erinnern konnte. Nach Springer nach F3 oder Springer nach E2. Springer raus. Jetzt Rochade. Dann darf man nicht D5 spielen. Heißt, da diesen einen Trick gibt, schlägt, schlägt. Schlägt, schlägt, schlägt. Na, zu kompliziert. Beispiel Bauer nach D3. Jetzt kann ich doch nicht D5 spielen, oder? Ich glaube, jetzt sollte das funktionieren. Wir gucken. Ich glaube, nur nach Rochade ging D5 nicht. If memory serves. Wer jetzt hier schlägt, zurückschlagen, beziehungsweise kann ich den Läufer schlagen. Ich kann auch C schlicht D machen, na, der Läufer B5 Schach. Schwer zu kompliziert für uns. Aber ich könnte den Läufer einfach schlagen. Der Springer müsste noch mal ziehen. Wenn der Läufer zieht, dann taken wir den. Javier Ruiz Vázquez überlegt. Ist schon mal gut. Ohne Zwischenschaden, glaube ich, eigentlich gesagt. Aber okay, weil er Dienstag ist. So, Springer muss weg. Wahrscheinlich hier hin. Wir tauschen. Kann ich was Direktes machen? Läufer F5 oder so. Springer E4. So viel, ne? Spiel das nochmal. Rochade, Türmchen in die Mitte. Vielleicht den Läufer hier bei Bedarf 4 kettieren. Der 1 kann machen. Ich will nichts Besonderes. Ich will nur ein paar Figuren weg. Ich hätte auch hier fesseln können. Ich weiß gar nicht, ob B6 so schlau war. Aber. D4, er will gleich Streit, ne? Er will gleich Streit. Ich habe nichts gemacht. Er fängt gleich wieder mit Streit an hier. F8, DC, ist das irgendwie nervig? So, soll er zwischenzugmäßig unterwegs sein? Schneller werden, ne? Klassische langsam Pech.
hier. So, nun Turm B8 oder C4? C4, Schwarz, C5, Läufer C2 ist vielleicht die schlauste Lösung, ne? Also der typische Jan-Zug. Los, keine Haber. So, großes Comeback, danke für die Partie. Wie üblich, Zitterpartie am Ende. Schaguda ist Eröffnung, dann ein bisschen random gespielt, wie wir es kennen. Und dann, naja, hier gerade noch so Läufer C2 gesehen. Hier weiterer Schlüsselmoment. Ich mit dem Gedanken spielte, den Turm einzustellen. Aber immerhin, mal behindern konnte. Technik, die begeistert. So kennen wir es. So, was läuft noch? Spielen die German Boys noch? Hikaru spielt noch? Ne? Und darf ich nicht zugucken? Ich will zugucken. Chat, hier hört ihr, ich klicke ganz laut. Das Hikaru sieht relativ remisig aus. Gegen Christos Krallis. Hängt die Partie? Komische Stellung für Hikaru zum Überlegen. Draw. Ist hier Blühbaum. Es lädt nicht so flink hier alles, ne?
ist noch die alte Partie. Na gut. Na gut. Wie ist meine Meinung zu den beiden neuen KZ-Alben? Hey, Görlitzer Park, finde ich, ist besser geworden für mich bei mehrmaligem Hören. Wir haben schon häufiger drüber gesprochen. Aber auf jeden Fall viele Ohrwürmer. Da hat das KZ ja jetzt so hier die Ironie-Levels ein bisschen runtergedroppt haben. Ist natürlich schwerer, so ohne Humor und ohne die Layer von Ironie dann die Banger zu machen. Aber gerade so die Geschichten über ihre Jugend Berlin, so der Opfer, Täter, der schmale Grat. Also einerseits bin ich immer so ein bisschen so von diesem Berliner Ding, ist vielleicht auch mein Hamburger Bias. Also ich, ja, was denn nun? Ist Berlin so ein hartes Pflaster, was euch kaputt gemacht hat? Oder ist Berlin beste Stadt der Welt? Oder beides, was wollt ihr genau sagen? Aber ich fand, das haben sie eigentlich ganz schön gemacht, auch so dieses, ja, wenn man aus einer harten Gegend kommt, dass dann natürlich die Gefahr besteht, selber zum Täter zu werden, dies, das, jenes. Also die Tracks feiere ich alle gut im Nachhinein, so. Samstag ist Krieg, 2001. Jahrmarkt, wie sie alle heißen. Frieden, haben wir schon drüber gesprochen, häufiger ist nicht so meine Message, weil sie liefern da ja nicht die Antwort. Ja, was willst du machen, wenn hier jemand ein Land überfällt? Aber das ist, wie gesagt, wenn man nicht mehr so die vielen Ironie drin hat, dann ist es schwieriger. So, geh weiter hier, Chat. Wir spielen gegen Michal Masokiewicz. Oh, das Budapester Gambit. Auch ein seltener Gast in der Turnierarena. Ich decke den Bauern. Ich habe hiermit nie groß beschäftigt. Ich weiß nur, dass Weiß hier ein bisschen besser steht. Aber Francesco scheint es auf jeden Fall einstudiert zu haben. Das können wir, glaube ich, festhalten. Ja, gibt es mehr Läufer oder gibt es hier mehr nicht? Gibt er nicht, ne? Er gibt uns keinen Läufer. Ich hätte aber gerne Läufer. Jetzt gönn mal. Er gönnt einfach nicht. Seht ihr selber, ne? Ich schalte mal auf unser Blitzbrett um. C6, nur hier. Rochade. Genau, wo meine Figuren hin müssen. Das alte Figuren. Nicht Hinweisproblem. Die Schilder haben wir hier. Wer war hier nochmal? Keine Ahnung. Kann auf der E6 machen, dann kann ich mit C5 vielleicht ein bisschen nerven. G5, sehr harte Maßnahme. Aber ist erlaubt. Es ist nicht verboten. So brutal. Ja, sieht nicht mal schlechter aus, wenn wir ganz ehrlich sind, ne? Bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Na gut, müssen wir vielleicht einen Bauern spucken. Schweren Herzens. Ihr wisst, ich liebe Bauern. Oh, da müssen wir noch mehr spucken, ne? Hier hängt auch noch. Uff. Das ging nicht ideal. So, jetzt kann ich es hier decken. Ich glaube, gleich AB4 wäre noch mehr Ärger gehabt. Nicht, dass jetzt toll wäre. Ja, jetzt. Ich finde es ein bisschen Spiel für den fehlenden Bauern, glaube ich. Wo muss ich hin? So. Beeindruckend ist anders, Chat. Klassisches Budapester Gambit-Pack. So, Francesco überlegt, ob er damit E3 spielen soll oder nicht. Kann er machen. Aber ist noch nicht so schlimm, glaube ich. Dann tun wir 1. Okay, Fokus los.
jetzt doch. Bin mit der Gesamtsituation zufrieden. Leiden. Meinen Bauern wegnehmen, dann kriege ich langsam den Eindruck. Nicht besonders nett. So schlecht, ich voll Idiot. Oh Mann, schlecht Pech. Hey, wie dumm kann man sein? Oh. Nee, das verlieren wir schon wieder. Tricks mehr. Hat schön gespielt. Ah, das war sehr schlecht. Also erstmal Eröffnungspech und dann Turm C7 Pech. Hast du eigentlich eine Öffnung falsch gemacht? Lass kurz gucken. Nelly sees Budapester Gambit nicht so weit oben auf meinem Studiosesplan. So, D6.
Springer B3 wieder spielen. Oder Springer E4, beides okay. Mainline scheint so zu sein. So, so. Dann läuft er C3. Okay. Nicht so klar. Vielleicht wie ich gespielt habe, auch vertretbar, oder? A3, er spielt so. Springer E4, sah eigentlich alles normal aus. Läufer A7. Ah, jetzt muss ich mehr Druck machen. Ja, ja, hier. Hier mehr Stress machen. Dame D5. Okay, merken wir uns. Oder Dame A4, Dame A5, das war mir zu gierig. Dame D5 sieht gut aus. Dame Rochade C5. Und dann bröckelt der Lachs. Hier hinten sollte auch nicht funktionieren. Aber man muss immer entweder gut im Schach sein oder eine Sekunde überlegen. In solchen Situationen. Beides schwer. Dame D5 ist stark. Okay. Dann Springer G6, Läufer G3, Rochade. Und jetzt hier gruppiermäßig. Ist aber schon sehr subtil. Zu subtil für meine Verhältnisse. Ich habe gleich Springer C3 gespielt. Sah ehrlich gesagt auch nicht so falsch aus. C6. Und jetzt habe ich irgendwo Quatsch gemacht. B4 war gleich schon nicht so der weiße letzte Schluss. Ne? Hier drohe ich nicht viel. Ja, gleich damit C2. G4, Rochade, damit C2. Er sagt alles okay. G5, Läufer G3, F5. Jetzt habe ich ein bisschen gepanickt hier mit F4. Hier soll ich wahrscheinlich einfach Bauern decken an, damit D2. Danach ging es bergab. Wir haben stark gespielt von Francesco. So, es wäre langsam schwer mit dem Turniersieg, ne? May not use analysis while playing chess. Ja, ich spiele ja auch gerade nicht. Hä? Ah, geht schon weiter. Ah, deshalb. Deshalb. Verstehe, verstehe. Hier, es geht schon wieder weiter, meine Damen und Herren. So schnell kann es gehen. Just come is off. Wir haben das im anderen Fenster. Und dann sagen sie, ey! Hör auf zu cheaten. So, was machen wir hier? Ich mach mal so. Dahin oder nach der? Theorie kommen würde, wäre es ganz anders vielleicht. Meine Uhr lief schneller. Wer gefragt, was Title Tuesday ist? Ich weiß nicht, ich bin nicht so regelmäßig, aber es ist im Prinzip ein Online-Turnier, was zweimal jeden Dienstag stattfindet für Titelträger, also Spieler mit einem Schachtitel. Großmeister, Internationaler Meister, viele Meister und ich glaube CMs, Candidate Masters, zählen auch heutzutage. No disrespect to Candidate Masters, wo viele der besten Spieler der Welt mitspielen. Magnus Carlsen, ich glaube, bei dem er spielt, Hikaru Nakamura mit. Und auch die gesamte deutsche Spitze. Ich bin alt und langsam, bin nicht so stark im Format. Aber hier gibt es die Chance für alle Titelträger. Und wie gesagt, CM kann man nicht gerade 2200 werden, sich mit den besten Spielern der Welt zu messen. Ist auch Wladimir Kramniks Lieblingsturnier. Der, das hier mit seinem Informatiker-Team, immer mit Argus-Augen beäugt, wie Title Tuesday läuft. Kann ich die Bauern schlagen? Ich bin ein gieriger Typ. Bauern schlagen. Check. Ich kann die Damen tauschen, aber ich kann sie gleich auch auf dem Brett behalten, oder? Wahrscheinlich ist Damen tauschen der pragmatische Weg. Ich dachte hier. Ein bisschen Spaß muss sein. Dachte ich das?
Rollspieler sind nicht die Damen mit Abstand. Ja, nie aktiv spielen. Das liegt dir nicht. Ey! Ohne so hat mir gleich gesagt. Was will er? H6, Dame E5. Okay, er will, dass ich Spray E4, Dame G7 mache. Ah, das sehe ich, ja. Ich mache erstmal so. Dame F4. Jetzt droht gerade kein Matt, oder? Okay, das Pferd schnell nochmal ziehen. Wieder matt. Note to self. Jetzt droht kein Matt, oder? Müssen wir nach jedem Zug hier abgleichen. Ich will auf den G4 machen. Hab ich da Bock drauf? War nicht so Bock drauf, ne? Bin mit der Gesamtsituation zufrieden? Ich hätte die Damen tauschen sollen. Na gut, na gut. Chris, sein Bauer wieder. Ich sehe sich eher die Tauschhose an auf einmal hier, ne? Okay. Ist erlaubt. Tauschhosen sind erlaubt im modernen Schach. Nicht gern gesehen, aber erlaubt. Ich versuche hier ein bisschen Stress noch zu machen.
So, Schwester Wahrheit, meine Damen und Herren. Aber Glorious Victory. Ich war schön auf Toilette, ey. Der Tee treibt dermaßen. Hier geht's gleich weiter. Ah, jetzt gleich Pause, ne? Nach Runde 4 ist immer Pause. Dann magische Pause. Als er Schwert D5 gespielt hat, hätte er den Turm schlagen und dann mit Läufer G4 Dame fangen können. Ne, ich schlage mit dem Bauern zurück und dann deckt der Läufer auf C8 das Feld G4 oder ist falsch. Bis gleich. So, Stuhl, hast du aufgepasst?
wieder eine Partie verpasst? Wahrscheinlich nicht, ne? Wie ist dein Rating im Schachboxen? Ich habe die Schachboxkarriere noch nicht gestartet. Vielleicht Partie 1000 gegen Eddie oder so. Es gab ein Geräusch. Ich bin im richtigen Screen, oder? Ich bin mal verwehrt hier bei Chess.com, dass wir nicht im falschen Browserfenster abwarten. Ja, ich glaube, wir sind ja richtig. Schnibbeln wir so lange noch den Rand weg. Es gab Klung. Ja, ich glaube, nach Runde 4 ist Pause. Da haben wir mal verpasst. Oh, ich hoffe, ist noch Pause, ne? Nur die Ruhe. Dann herzlich willkommen für alle, die neu dabei sind. Mein Name ist ja Gustav Sonn. Ich bin ein alternder Schachgroßmeister, Schachbundestrainer. Und wir spielen hier mit den jungen Leuten Title Tuesday. Ein großes Dienstagsturnier, wie der Name sagt, mit Schachtitelträgern. Ja, normalerweise fast die ganze Nationalmannschaft dabei. Coach Kollers hier, Dimitri Kollers, mit 4 Punkten aus 4 Partien ganz vorne mit dabei. Wie auch Online-Legende Jospim, Vinny Kay mit 4 aus 4. Wo sind die nächsten deutschen Flaggen? Wer ist das hier? Ne, das war gar keine deutsche Flagge. Random Noob? Kennen wir nicht. Und Matthias Blühbaum mit 3,5 aus 4. Also Jungs, alle ganz vorne. Wir nicht ganz so vorne. Aber ist ja, der Abend ist noch jung. Häufig spielt auch hier Magnus Carlsen mit, Hikaru spielt mit. Einige der Stars der Szene. Ich habe Erkältungspech, ich weiß nicht, ob ihr es hören könnt. Ich trinke Tee. So weit ist gekommen. Der Tee treibt auch ganz schön. Wie kann man im Schach im Würde? Alter, ich habe keine Ahnung. Ihr könnt hier dem Verfall in Echtzeit zusehen. Danach nochmal geschätzt wird, muss man gucken, wie die Planungen sind. Aber irgendwann machen wir noch. Ja, ja, Tee, ich fühle mich auch nicht gut dabei. Ja, was soll man machen? Oh nein, jetzt zu allem Übel auch noch Mauspech. Meine Maus blinkt. Wie viel Pech kann ein einzelner Mensch an einem Tag haben? Nur noch Korrespondenzschach. Ja, die Engine für sich spielen lassen, ist natürlich der einfachste Weg. Kompetent zu wirken weiter im Schach. So, weiter geht's. Gegen wen spielen wir? Matthias Womacka, deutscher Schachgroßmeister. Ich helfe ja Womacka. Mein nächster Studiosis. Kriegt hier Studiosis-Vibes. B4, machen wir 4 in Kettierhose. Ich krieg Studiosis-Vibes. Chat ihr auch? Schnell die Dame raus. Läufer C5. Kann man bestimmt auch machen. Das mache ich nämlich hier. Decken. Nur lange Schokolade, das ist so riskant. Ich mach mal lange Schokolade. Ich bin auch besorgt wegen der Studiosis Vibes. Aber verboten ist es ja leider nicht. Schnell in die Ecke stellen. Wie ist die Stellung? Zu kompliziert für mich. F6. Wegnehmen. F5 sogar. Wenn nicht, dass ich den König in die Ecke stelle. Und ihr wisst, wie ich zu schlagbaren Bauern stehe.
Trick vorbereitet. Dann Villa. Läuft E4 spielen am Ende, ne? Das wollen wir nicht. Lästig. Bin mit der gesamten Situation unzufrieden. Ich mache mal H4, um damit G5 rauszunehmen. Ja, vielleicht war lange Rochade zu viel des Guten. Stärkung sieht ungesund aus. Doch, diese Politik. Was ist der Fort am H6 Schach? Oder was willst du? Ich stelle hier Figuren in die Mitte. Den Bauern haben. Can't help myself. Er macht H5. Okay. Oh, mir fällt nichts ein. Nee, die Stellung sieht immer noch ungesund aus, leider. Ah, gut. Augen zu und durch. Schlauch. Hilfe! Fällt kein Zug rein. Das war kein Zug. Ich will mich auch noch matt setzen, ne? Nichts Böses getan.
Zeit gewonnen, so wird's gespielt. Wieder viel Leiden. Was habe ich falsch gemacht? Ich stand schon wieder gleich unter Druck. Das kann eigentlich nicht richtig sein. Game Review is not working. Wie viel Pech kann man haben? Ladies, entschuldigen Sie. So, ich habe was gespielt. Läufer C5. Ja, Läufer D5, kein guter Zug. Ja, so schlagen. Dann ED, Läufer E3 und Läufer D4. Springer C3 zurück. War ein bisschen Druck. Läufer D5 ist nicht der weiße letzte Schluss. Eine lange Rochade, auch eher eine harte Maßnahme. Ja, das war ein bisschen optimistisch gespielt. Hat er auch stark gespielt jetzt. Steht gleich hinten drin. Ist mein König doch ein bisschen zu luftig. So, Dame D5. Ja, ich dachte immer Turm E2. Und dann mache ich hier so Bailout mit Dame D8. Das wollte er nicht. Er hat H5 gespielt, was im Brett auch eine unangenehme Überraschung war. E4, Lauf E6, dann H5, Lauf H2. Das Leiden geht weiter. Jetzt hat er bestimmt zwischendurch was eingestellt. Und er hat aber A6 auch wieder stark gespielt. Habe ich ganze Partie stärker gespielt als ich. Heimer. A6 auch wieder stark. Jeder Zug stark. Jetzt A5 hatte ich auch gedacht, die Dame abzulenken. Turm E6, Springer D5. Und hier haben wir souverän auf Zeit gewonnen, in immer noch schlechter Stellung. Grundsolide Leistung von mir. Punkt ist Punkt. So. Fühlen wir schon? Noch nicht ganz, ne? Spielen ja Title Tuesday, meine Damen und Herren. Wie steht's? Coach Collars! Coach Collars vorne mit dabei. 4,5 aus 5. Vinny K. auch 4,5 aus 5. Machen Druck. Jungs, machen Druck. Yay. Mason, danke für den Sub. Hier. Zwei deutsche Nationalspieler. Dimitri Collars. Und Vincent Keimer. Sind am Start. Wo ist der nächste im Bunde? Matthias Blühbaum. Hier haben wir ihn. 4 aus 5. War noch gut dabei. Du hast keine Ähnlichkeit mit Nagelsmann. Ich sehe Nagelsmann schon sehr ähnlich. Rasmus im Trainingslager. Der feine Herr. Der feine Herr. Sich zu fein geworden für Title Tuesday. So, geh weiter oder was? Chat. Wir müssen den Gürtel der Fokushose enger schnallen. Herr Fleißke, Geschwätzblitz und Eddie, doch nicht das perfekte Schachtraining. Wir werden sehen. Mein Tee ist alle. Ah, hier im Blitzschach. So, im klassischen Schach ist Vincent Keimer die klare deutsche Nummer 1. Im Blitzschach ist nicht so klar. Matthias Blüber, sehr, sehr stark auch im Blitzschach. Der ehemalige Europameister. Dimitri Collars auch. Die jungen Leute. Da können sie Vinny K. Paroli bieten.
Und weiter geht's hier. Gegen spielen wir? Gegen Jens Hirneise. Feinerer deutscher Spieler ist hier German Tuesday, ne? Bau nach D4. Immer Bau nach D5. Okay, nix. Jetzt gleich Stress machen wir. C3 ist ein bisschen Lash, ne? Mach uns nichts vor. Das ist ein bisschen Lash. Figuren raus, nützt alles nichts. Er scheint die, ich mach schnell, irgendwelche Züge-Taktik zu haben. Keine schlechte Blitztaktik. Doch mit nachdenken oder was? Fährt schon was zurück, ne? Oder vor? Auf A3 sperrt der 5, ist noch nicht so klar. So viel besser, wie ich es gerne hätte. Fällt nichts ein. Weirder Zug. Ja, ist nicht mehr so viel. Ich spiele jetzt auch die ganze Zeit mit Nachdenken. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so mitkriegt, aber das ist mein Eindruck. So, ich spreche vier Spielen. C6, Läufer E7. So viel Möglichkeiten. Ich mache es auch mal fertig sein. Das fühlt sich wieder falsch an.
Ist nicht mein Problem. Bringt. Fehlt nur noch die Figuren. Da für die Partie. Scheiße, anstrengend, Chat. Ey, jede Partie. So anstrengend. So, was haben wir wieder falsch gemacht? So, hier soll ich schon ein bisschen besser stehen. Ich dahin. Okay, whatever. B6. Das sah schon alles recht bequem aus. Hier gleich G5, noch mehr Stress. Für D8 war ein bisschen zu subtil, ne? Wobei, Engine sagt, war okay. Naja, eigentlich war ganz Partie. Bisher Druck. Spring E4, schlägt, schlägt. Ja, ich denke, er da wegnehmen sollen. Ich dachte, ich stehe ein bisschen besser, aber es ist wahrscheinlich nicht die Welt. Naja, irgendwas immer. Start heute. Nee, Rasmus schwänzt. Scheiße, beim Standing als Bundestrainer werde ich mindestens in die Top 10 kommen. Weiß nicht, wie viele Tore hat Nagelsmann denn besser geschossen? Bei der EM. Coach Koller ist am Start. Rasmus für mich ist er absolut in der Nationalmannschaft. Ich kann nur 5 der Top 6 nominieren, aber für mich gehört Rasmus dazu. Wird auch, wenn alles klappt, mitkommen zur Schachbundestrainer, zur Schacholympiade. Als Sekundant, Co-Trainer, Mentor, Stimme der Vernunft. So, wie läuft's bei den German Boys? Vinny K. ganz vorne mit dabei. 5 aber 6. Wo ist Coach Collars? Coach K. Ah, Coach Collars hat er verloren. Ah, komm, jetzt hier aufgejagt. Und Monsieur Blühbaum. MSB 2.
Rasmus ist eigentlich der Sandro Wagner des Schachs. Kann ich jetzt mal. Was erlauben Blöber? Wo ist er? Rage Quit? Nee, da ist er. Da fehlen aber 6 auch alle verloren. Alles drin. Da ist alles drin. Ich brauche 9 Tee. Freddy Swain ist auch am Start. Wo ist Freddy Swain? Ist das ein Kuba Gepard? Wird er nicht sein, das ist EM. Steuerung F. Steuerung F, ein bisschen Verruf gekarrt. Gekommen, oder? Wenn ich hier Steuerung F mache, kriege ich Ärger mit Rezo. Habe ich nichts mit zu tun. Habe. Ich weiß auch nicht, wie Kramnik zur Steuerung F steht. Spielt Kramnik mit? Fünf gegen Willi ist auf jeden Fall auch sehr populär in der Schachnationalmannschaft. So, es geht schon wieder weiter. Oh, der Schachgroßmeister, meine Damen und Herren. Unseren alten Freund Ayan Dari. Was mache ich? Ich mache mir Fetch raus. Power 4. Komm schon wieder so. Hat sich eben bewährt. D5 ist natürlich auch sehr solide. Sehr solide. Du spielst sehr solide. Was kann ich machen? Läufer raus. Komm mal, Läufer raus. Tun so, als sei es Teil des Plans. Ist, glaube ich, kein guter Zug wegen Sprecher D7. Aber immer selber. Ayan ist halt auch Studiosis, ne? Gegen Studiosis ist es auch schwer. A6, kann es auch machen, was will er? CD B5. Dann habe ich das Feld auf C6, oder? Komm, wir nehmen es mal weg. Sehr sensibel. Du bist sehr sensibel. Nachdenken war wichtig. Oh, das wäre mir zu kompliziert, ah ja. Hast du mit Nachdenken gemacht? B5, AB, Turm A8. Läufer F6 kann ich auch spielen. So viele Möglichkeiten. Oh, scheiße, zu kompliziert, Chat. Sprecher B5, AB, Dame A8, Sprecher E5. Was ist das für eine Stellung? Sollte ein bisschen besser sein für Weiß, aber kompliziert. Schlägt, schlägt. Schlägt, Läufer D7. Es ist mir zu kompliziert!
sie wahrscheinlich, ne? Schweren Herzens. Oh, ist die Stadt dann so toll? Schach ist zu schwer. So, was ist jetzt los? Wollen wir zwei? Der hängt. Okay. Kostet ein bisschen Zeit hinzunehmen. Schach ist zu kompliziert, das ist das Problem. Es ist zu schwer. Es ist einfach zu schwer, dieses Spiel. Bis ich an das einstelle, das ist nicht mehr schwer. Och Mann! Warum muss ich mal alles einstellen? War ich keine so schlechte Partie bis dahin. Aber alles einstellen im Schach, häufig ein Fehler. Hängt auch noch, ne? Schön gespielt, Jan, schön gespielt. Oh! Weiß ich nicht, war ich eine gute Partie, bis ich alles eingestellt habe? Oder, ich weiß nicht, eine gute Partie, aber interessante Partie. Aber der Alles-Einstellfehler wieder. Gucken. So. Accuracy sind wir noch relativ krammig sicher. Ich habe nicht das Gefühl, dass das funktionieren sollte, was er da einfach gemacht hat. So. A6 sieht aus wie ein Fehler, ja, das dachte ich auch. So, E5, wie bestrafen wir das? Doch pragmatisch, aber hier wegnehmen, ne? Wegnehmen und Dame weg. Und mehr bauen. Ja. Nicht fancy spielen. Springer DB5 stehe ich auch noch besser.
Jetzt habe ich irgendwas falsch gemacht. Ah, Springer B5. Ah, Läufer B5 habe ich zu schnell gemacht. Okay, ich stand die ganze Zeit besser, bis ich die Überlegung alles eingestellt habe. Springer E4, Springer D3. Springer G5 war wieder zu kreativ. Turm C1. Springer A4, dachte ich. Jetzt D6. Okay. Hier dachte ich, dass ich noch gut stehe. Top 1, einmal alles okay. Aber jetzt irgendwo angefangen Quatsch zu machen. Alte Quatschmachproblem. Ich habe gesehen, dass er hier nicht schlagen kann wegen Turm D1. Ah, jetzt nach Turm H4. Jetzt eben zuckt er nicht alles ein Stück. G3 einfach. Turm E4, Turm C3. Dann stehen wir gut. Aber Turm E1, Turm F4. War natürlich ja, ein unangenehmer Alles-Einsteller. Ach ja. Schön gespielt von Ayan. Man darf nicht alles einstellen im Schach. Das ist der alte Fehler. So, geht schon wieder weiter. Keine Pause hier. Nächster Schachgroßmeister. Maxim Novik. Vielleicht schon wieder einstudiert, oder? Ich glaube, es war ja relativ gefährlich für Schwarz. Ah, ich mach's selber. Ich gleich soll er erst auf C3 schlagen, dann springt er D5, jetzt C4. Stehen wir für gut, schon ein bisschen dumm. Aber wahrscheinlich hat er das hier noch studiosesmäßig. Deshalb macht er so. Das sieht nicht so schlecht aus für mich, würde ich behaupten. Aber wer weiß das schon. A4, von der B5, dann B6. Bin bescheiden natürlich. Hm. So, du machst hier zurück, zieh Politik. Ist nicht verboten. Mach ja auch. Spielen. Ach, hoffentlich noch ein bisschen nachdenken. Wie kann ich hier weiter Stress machen? Turm D8, Springer A3, da kriegt er ein paar Figuren raus. Das will ich eigentlich nicht. Vielleicht lässt sich es auch nicht verhindern, dass er ein paar Figuren rauskriegt. So war mein dämonischer Plan. Bringt das irgendwas? Bringt nicht so richtig viel, mein dämonischer Plan, ne? Ich habe gewisse Zweifel in meinem dämonischen Plan, Chat. Das ist natürlich bitter. Wenn schon meine dämonischen Pläne nicht funktionieren, was soll man dann machen?
her? Das bringt nicht so viel. Nee, da habe ich nicht maximal Druck gemacht. Harald Lesch. Warum spiele ich so schlecht? Ich sollte dieses schlecht spielen lassen. Ich stand sogar gut diesmal. Okay. Selbsthass ist für nach der Partie. Alte Weisheit. Nicht mal setzen. Frage, ob ich so schlecht spiele. Habe ich wahrscheinlich schon gefragt, ne? Oh, Zeit läuft. Solide auf Zeit geworden, so jetzt gespielt. Uff, scheiße, anstrengend. Hier hatte ich ein bisschen getrickt wieder. Jetzt König muss weg. Und Turm A2. Ich weiß nicht, ob ich auf Gewinn stehe, aber auf jeden Fall stehe ich ganz gut. Viel Leiden. Sehr sensibel. Ich bin sehr sensibel.
Sowas war wieder falsch. Bisher dachte ich, habe ich gut gespielt. Jetzt habe ich irgendwie den Faden verloren. F5 war noch okay. Fühlte sich prinzipiell an. Aber ich habe dann nicht gesehen, wie es weitergeht. Der Läufer schlägt auch noch okay. Speicher 3 und hier muss ich irgendwie einen Trick haben. Speicher B4 wollte ich machen, dann haben B1 jetzt nicht gesehen, was ich tun soll. Okay, ist auch nichts Besonderes. Dann hat er angefangen, random Züge zu machen. Und dann hat er langsam aber sicher die Initiative genommen. Er hat aber F5 die ganze Zeit nicht gesehen. Da, das wäre es gewesen. Dann Rundläufer C4. Da hätte man drauf kommen können. Wir wären mein Plan gewesen, den Bauern zu stoppen. Ich habe mir hier noch keine Gedanken drüber gemacht. Aber den Bauern kriegen wir, oder? So, so. So, noch ein Stück hinten. Wie läuft das? Turm gehen wir hin. So. Okay, ist nur Remis. Oder nur Ausgleich tatsächlich. Bauer ist schnell. Er gedachte sich auf Gewinnschläge gefühlt. Aber scheint weiß noch rechtzeitig zu sein. Ich dachte, mein Gegenspiel ist schneller. Aber Kompi wird recht haben. F5, B5, F6. Naja, heiße Kirsche. So ist wieder Pause, ne, Chat? Geh ich zum 17. Mal oder auf Toilette. Schön, dass ihr dabei seid. Tiny Tuesday. Ist anstrengend, was soll ich sagen. Geht nur mit Fokushose. Die Fokushose sitzt bei mir meistens nicht so eng. Wie dem auch sei. Gleich geht's weiter. Wie viele Runden sind? 11 sind, ne? Das war Runde 8. So, Stuhl, das aufpasst. Geht's weiter?
Mein Vater heißt nicht Gustav KSO1, das weißt du leider auch. Ein häufiges Thema hier. Gustavsson ist ganz normaler Nachname. So wie Andersson. Eckwart. Carlsen. Skandinavien. Sehr verbreitete Nachname. Sehr sensibel. Ich bin sehr sensibel. Wir spielen Tile Tuesday, meine Damen und Herren. Mein Name ist Jan Gustavsson. Es läuft zu Mittel. Wir haben wegen Technikpech die erste Runde verpasst. Danach ein paar gewonnen, ein paar verloren. Also, es ist ein Wechselbad der Gefühle. Schach sehr anstrengend. Gibt es noch einen Gast heute? Ich weiß nicht. Es sieht gleich schlecht aus an der Gästefront, Chiara. Wahrscheinlich sind wir ganz alleine. So mit dem Chat allein. Wie steht's? Und wann geht's weiter? Geht gleich weiter, ne? George Clooney ist am Gardasee versackt. Ganz kurz, was sie haben gesagt. Sieht ja aus wie Günther Jauch in Jung. Ich weiß nicht, ist das ein Kompliment? Ich brauche die anderen nicht. Nee, andere Menschen. Andere Menschen machen auch nicht glücklich. So, ich wollte gucken, wie es steht. Wo sind die German Boys? Winnie K. gut dabei. 6,5 aus 8. Ganz oben Jospam, ich hoffe, Kramlix Informatiker checken, dass er schon wieder 7 aus 8 hatte. Matthias Blüber versucht sich hier unverdächtig zu machen. Nur 6 aus 8. Günther Jauch ist ein erfolgreicher Mann, von daher, ja, ich weiß nicht, kann man Erfolg am Aussehen ablesen? Vielleicht, ne? Wo ist Freddy Swain? Der streamt wahrscheinlich auch, ne? Stream kostet 400 Elo-Punkte, weiß jeder. Ich spreche keine skandinavische Sprache. Ich spreche allein ein bisschen Nederlands. Ich finde es sehr lustig, auf Nederlands auch zu streamen. Aber vandaag misschien nicht. Als Twitch hat mir gesagt, jij moet altijd op Duits, doen. So, ich sehe Freddy Swain nicht. Freddy, Alter, wo bist du? Vielleicht übersehen. Sehr sensibel. Sorry für den Ohrwurm, ich kann nichts dafür. Da sind wir ganz vorne dabei. Gucken alle Fußball. Freddy Swain guckt kein Fußball, oder? Der Ikao. Auch gute Blitzschau. Ist die wenigsten. An Fredericks war er vorbeigescrollt. Okay, läuft auch nicht ideal. Da ist er. Aber jetzt kommt das Comeback. Kennst du den niederländischen Hip-Hop? Ja, Krantje Papi. Apropos Freddy Swain, da haben wir ihn. Ist das aufregend. Der neue Nationalspieler. No pressure. Weiter geht's. Sehr sensibel. Der streamt. Ja, wir müssen irgendwie möglichst langweilig spielen. Ihr wisst ja, gegen die jungen Leute. Die müssen sich langweilen. Aber wie können wir ihn langweilen? So, ist das langweilig? Läufer raus. Der macht gleich Druck. Er will ohne langweilig. Ach man, ich wollte doch mit langweilig spielen. Nichts. Wirkt auch schon wieder einstudiert auf mich. Ich weiß nicht, was ihr für einen Eindruck habt. Aber es wirkt auf mich relativ einstudiert. Der zieht auch voll schnell und alles. Türmsche.
falsche Traumfeld ist. Aber irgendwas ja immer. So. Nichts Gemeines machen, Freddy Swain. Ich weiß nicht, aber weiß, dass ich ihn Freddy Swain nenne. Aber what's not to like? So, Tor zurück wahrscheinlich, ne? E2, E1. Zu B5. Jetzt erstmal in Ruhe erklären hier für die Twitch-Fans, Frederik, wie jetzt Stand der Dinge ist. Das wollen die hören. Da darf man sich keinen Stress machen. Muss man erstmal in Ruhe erklären. Bauer hängt. Dies, das, jenes. Ist ganz wichtig. B5 trotzdem. Bauer hängt doch. Junge Leute. Kein Einsteller zur Abwechslung, Chat. Ich habe hier Doppelangriff. Kramlex Informatiker werden das überprüfen. Zur Ruhe rechnen, ganz wichtig in so einer Situation. Er schlägt und Läufer raus, why not? Türm schon rein, oder? Leute, immer Damm tauschen. Alte Weisheit. Das ist hier Zeit, ganz wichtig, hier in Ruhe nachzudenken. Keine Schnellschüsse in so einer Situation. Also da berate ich immer gerne mit, schön reingucken, nicht durchdrehen, nur weil die Uhr runtertickt. So, was muss ich machen? Tauschen, oder? Tauschen, tauschen, tauschen. Lauf los, kleiner Zebra.
Technik, die begeistert, wie gewohnt hier. Dass das Schach so kompliziert ist. Vielleicht gewinnt er das schon nicht mehr, ne? Matt. Kein Matt zu sehen, ne? Da war mehr drin, meine Damen und Herren. Aber stark gekämpft von Freddy Swain. Ich wollte ihn natürlich auch nicht zu sehr demotivieren. Jetzt für die Schacholympiade. Das ist auch ein bisschen Pädagogik natürlich mit dem Spiel. Von meiner Seite. Trotzdem wäre völlig auf Köln gestanden. Die Technik. Die gute Technik. So, ist hier am Ende noch gewonnen? Hier ist auch noch matt, ne? Ah, König H7. Ah! Droht einfach Schachmatt. König H7 habe ich nicht gesehen. Heieiei. So kompliziert. Wenn man es dann sieht, ne? Da muss man auch mal das eigene Ego zurückstellen. Ganz wichtig, ganz wichtig. Ach ja. So, geht schon wieder weiter? Das war eine lange Partie. Wahrscheinlich nicht viel Zeit. Ich habe Angst, dass ich alles verpasse, während ich meine Meisterwerke analysiere. Aber es scheint noch zu laufen. Fehlt noch keine Germans, ne? So, ich glaube, ich habe mein Tagewerk getan hier. Man muss sagen, das ist eine feine Linie, ne? Man muss seine eigene Autorität unter Beweis stellen, aber gleichzeitig Leute dann nicht demotivieren. Also ist es ein ganz, ganz schmaler Grat. Ach, ich soll aufhören, so zu tun. Das hätte ich gewinnen wollen. Winnie Kay, sieh mal was Neues hier. Ganz vorne dabei. Zuckerbrotpeitsche, so sieht's aus. Ist hier ein Blühbaum, auch vorne dabei. 7 aus 9. Oh, Köcher 7, hätte man sehen können. Fühlte sich auch noch matt an. Ich bin sehr krank, Chat. Zwei Partien noch. Was machen wir dann? Ist die große Frage. Die Kräfte schwinden. Ah, ein bisschen müssen wir noch, ne? Wie geht's? Schlecht, schlecht, schlecht. Erkältet, schon wieder. Wie gut bist du? Ich weiß nicht, was die Frage bedeutet. Ich bin Schachgroßmeister. Auf dem absteigenden Ast. Klasse des Schach. Ich noch so ein bisschen über 2600. Blitzen wir nicht mehr so gut. Aber seinerzeit, ne? 2002, Deutsche Blitzmeisterschaft. Ja, war dominiert. Dann über Matt setzen. Ja, ja, ich muss Taktikaufgaben machen. Da kriege ich ja 7 Matt in 2. Nicht leicht. So, weiter geht's hier. Gegen Matthew Guo Diao. Ja, wir spielen Winnie Kay-Eröffnung. Was soll schief gehen? Fetsche raus. Ah gut, spüre doch nochmal.
So einstudiert, Matthew. Ich kriege studioses Vibes hier auch, Chat. Ich kriege absolute studioses Vibes. Oh, schade. So, was ist das für eine Steuerung? A5 ist guter Zug. Früher haben die immer weggenommen und mussten leiden, aber A5 ist besser. Das habe ich noch mitgekriegt. Aber wie steht's jetzt? Kann ich durch die Bauern schlagen? Turm C8 willst du dann? Sehr sensibel. Ich liebe Bauern. Gut. Ich halte mich zurück. Hold me back. Jetzt habe ich wahrscheinlich nichts, ne? Nach Rochade. Das ist nicht sehr beeindruckend. Sein Mensch. Fällt nichts ein, jedenfalls. Nee, hier haben wir nicht viel. Die ganze Zeit den Bauern weg, ne? Wahrscheinlich geht es aber nicht, ne? C6. Schlägt, auf C6. Ne, ist nichts Besonderes. Tja. Fällt nichts ein. Machen wir irgendwas. Jetzt soll er easy Ausgleich schlagen, C5. Oder gleich C5. Mag ich es, weil man gepremoved hat, man die aktuelle Brettstellung nicht angezeigt kriegt. Ah, Timus Fabian, König H8, very deep. Fällt nichts ein. Mir fällt leider nichts ein. Geht das wirklich nicht? Also erst Turm 8, Turm 8. Jetzt los? Man weiß es nicht genau, ne? Ich weiß nicht, ob er mir Zwischenzug gesagt hat im Chat. Habt ihr ein Auge drauf? Hat er gesagt? Okay, schon mal gesagt so. Na gut, na gut. Muss man ja checken. Schon wieder mit Zwischenzug. Chat! Der macht mit Zwischenzügen.
Spiele ich mit Zwischenzügen? Nein. Aber der feine Herr Matthew, denkt, er kann sich hier alles erlauben. Dame 3 ein bisschen random, die Dame ist schon richtig da. Ich immer weniger, aber ganz gute Figuren eigentlich. Ich tue so, als hätte ich gerechnet, dass er nicht schlagen kann. Habe ich natürlich nicht. Passt aber eben gerade nicht. Oh, da war zwei übersehen. Wie? Oh Mann, Chat, da stehe ich einmal auf Gewinn, da stehe wieder alles ein. Oh. Oh, das ist immer ein schöner Moment. Die Sekunde, wo man sieht, man hat alles eingestellt. Och Mann, ey. Ist das bitter. Jetzt bin ich ein bisschen getiltet. Ich sag's euch, wie es ist. Na, das schafft sogar Francesco hier, ne? Tilt. Ich bin traurig. Wie kann ich den Läufer H2 übersehen? Sorry, das ist echt. Das muss nicht sein. Habe ich einmal alles im Griff. Oh. Jeden Zug, der nicht Turm C6 ist. B5, Turm C4. Sorry, das tiltet mich. Ah ja. Tilted Tuesday, auf jeden Fall. Turm C8. Irgend Zug. Könntest du erklären, warum du C6 nicht schlagen konntest? Das konnte ich doch. Das ist ja Abzugsschach. Nicht so kompliziert, wenn wir ehrlich sind. Das ist das Schöne am Blitzen. Danach ärgert man sich. Nein, den Bauern vorher, das weiß ich nicht. Das war mir nicht so klar. Ich hatte das Gefühl, schlägt, Turm C8, D5 schlägt, dass ich mich hier eher selber zu sehr fessel. So, ich überlegte, jetzt springe E5 und hier haben wir Läuferpech. Ja, den konnte ich nicht nehmen. Ich hätte ihn gern gehabt. Die Dame opfern, ah, das ist ja nichts in der Übung. Nee, ich glaube, es war schon alles normal. Halt ungefähr ausgeglichen. Hier hat er ein paar dumme Züge gemacht. Dann ich ein paar dumme Züge. Dann alles eingestellt. Naja, schön gespielt von mir. Sehr sensibel. Wo ist Coach Collars? Er hat unerlaubte Zwischenzüge gemacht, das muss man absolut, absolut festhalten. Der Sieg ist bald durch.
Ist jetzt letzte Runde oder vorletzte? Ich kann nicht zählen. Vorletzte, ne? Zwei Runden noch. Ich wünsche mir Schachspielen ohne Leiden. Und dass mir meine Träume bleiben. Zwischenzüge sind verboten. Möchte hier nicht drüber sprechen. Nein, Zwischenzüge, wie der Name schon sagt. Und eigentlich ein normales Wort, dann noch so ein kleines Intermezzo. Macht was einschiebt. Sehr gemein. Ihr müsst euch auf jeden Fall Sorgen machen, Chat. Wie erklärt man Zwischenzüge? Das ist Spaß, man darf natürlich Zwischenzüge machen. Man darf alle regelkonformen Züge machen. Ich beschwere mich immer über irgendwas, was ich gesehen habe. Sage ich, ohne Zwischenzüge, hat man gesagt. In dem Fall, was wäre ein Zwischenzug? Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert. Statt meinen Bauern hier zurückzuschlagen, erstmal auf F3 schlägt mit dem Läufer. Also bevor der Hauptaktion irgendein Intermezzo noch macht. Das ist der sogenannte Zwischenzug. Oder kennt ihr vielleicht auch, ihr müsst von Hamburg nach Trier, fahr die ICE, aber dann muss man den Regionalexpress nehmen, Regionalbahn, für die letzten 50 Kilometer. Dann nochmal wieder umsteigen in den nächsten ICE. Das ist der Zwischenzug. So, wir spielen gegen Wojciech. Ich habe schon E5 gespielt von lauter Tilt. Ich wollte immer C5 spielen im letzten. Ah gut, dann eher oldschool. Spielen wir es so wie Tienga D-mäßig. Figuren raus. Mani hat er einstudiert. Einstudiert Vibes. Sehr sensibel. Es wirkt einstudiert, oder Chat? Ich will mich ja nicht zu häufig beschweren, aber die studieren halt immer alle sein. So, was ist das für eine Stellung? Wer weiß es schon? Stark bauen hier, aber kann auch eine Schwäche sein. Was muss ich machen, wenn ich das immer wüsste? Auch meine eigenen Läufer. Nee, D5 fühlt sich schon wieder falsch an. G5 soll jetzt nicht durchdrehen. Das gefällt mir schon wieder nicht. G5 fühlt sich sehr falsch an. Aber was soll man machen? Okay, jetzt Fokushose. Tilten kann ich gleich noch. Schlagen. Ich hatte gehofft, dass ich dann irgendwie aktiv genug bin, eventuell. Deshalb schlägt er auch nicht, schlauer Fuchs. Nee, keine tolle Stellung.
Abwehr an. Oh, sieht das nicht gesund aus, wie ich spiele? Ja, gesunde Züge, hat man gesagt. Das sind keine gesunden Züge. Lass dir Zeit, immer wichtig in so einer Situation. Ich weiß nicht, ob wir mit Taktikhose gesagt hatten. Funktioniert das? Springer schlägt, Tommy 6. Ah, ich habe auch gar nicht mehr so viel Zeit. Okay, rechnen wir später. Dann wäre erstmal Schüssel weg. Was ist jetzt? Tommy 8, Lauf 7. Mittel gelaufen, ne? Ist eher so Remiso-Soup, ne? Kann ich so machen? Zählexperte, ich glaube, sogar schneller. Uff, Schasse und Schrittschritt. Sehr sensibel. So, hast du in der Öffnung schon wieder falsch gemacht? Die Variante habe ich schon mal gesehen. Die gilt eigentlich als besonders gefährlich. Aber da habe ich wieder irgendeinen Quatsch gespielt, ne? C5, Dominik G4, der D6, E6, F5, das war alles okay offenbar. Aber jetzt muss ich irgendwie besser spielen. D5 war bestimmt schlecht. Ja, hier Springer C7 scheint wichtig zu sein. Interessant, wie man bei Elo 2.5 noch Bauern spielt. Für jetzt Schach sehr stressig, man muss ja ohne Zeit Züge machen. Ich habe schon Milliarden Bauernspiele verloren und nicht gewonnen. Ich kann Zeit erst zu rechnen. So muss man spielen und dann Dame E8, Dame G6. Kompliziert.
So, ist noch eine Runde oder was? Vinny Kay? Hast du Druck? Vinny Kay hier oben mit dabei? Ach ne, das war's schon, ne? 8,5 aus 11. Das war's schon. Naja. Wie üblich, schwach begonnen, stark nachgelassen. Also, grundsolides Turnier von uns. German Boys, Vinny Kay 9. Blübi auch nicht ganz oben, ne? Blübi, was ist da los? Frank Swane hier, weil wir ihn aufgebaut haben. Weil wir ihn aufgebaut haben. Haben die Moral noch ganz nach oben getragen. Dir aus dem hart erkämpften Remi. So, ist das schon wieder? Fair Chess oder irgendwas? Und trink ihn. Okay, starke Blitzspieler. Gandhiva. Wahrscheinlich ein 12-jähriger indischer Großmeister. Kemich Karu. Sagt mir nichts. So, ist ja anstrengend, Teil Tuesday. Aber es macht auch Spaß, nicht nur hier Geschwätzblitz, Gelaber, dies, das, jenes, sondern ab und zu die Fokushose. Auch wenn es für mich immer wegen meiner vielen Einsteller, wie ihr wisst, mit sehr viel Scham verbunden ist. Aber was soll ich machen? Was sage ich am Ende? Ich muss zu meiner Verteidigung sagen, dass wir wegen Technikpech die erste Runde nicht spielen konnten. Sonst hätten wir natürlich das Turnier auch gewonnen. Grundsolide 6 und Abos 11. Naja. Ah, Ayos 10. Ist sehr anstrengend, Teil Tuesday. Und wie gesagt, es ist beschämend für mich, dass ich nicht besser bin. Aber vielleicht werde ich ja besser.